was wollten wir heute für einen Tabak kaufen? Wollen wir ein Review machen jetzt direkt nach der Messe, damit die Leute am Mittwoch noch was zu sehen haben? Was wollten wir machen? Ja, aber ich hab seinen Namen vergessen. Da war noch so einer. Ja, aber wie hieß der? Der an dem Stand, der ganz cool war. Ja. Wo die super freundlich waren. Ja, aber ich komme nicht drauf. Der hatte so einen ganz packenden Namen. Er war eigentlich genial. Ja, kann ich mich erinnern. War schon genial. Weil er drückte was aus, was er eigentlich nicht ist. Aber ich glaube, das dauert jetzt viel zu lang für euch. Wir nennen den jetzt einfach namenlos. Und weil es cooler klingt, nennen wir den jetzt Nameless. So, ja, okay? Ein bisschen Englisch. So, ihr seht jetzt cooler. Den Nameless Tobacco. Genau. Spot up. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Wir sind wieder am Start, wir testen wieder für euch. Und heute haben wir uns einen ganz speziellen Tabak rausgesucht. Das ist nämlich der Nameless. Und zwar Caesars heißt diese Produktion. Das Ganze, die 200 Gramm, gibt es für 13,50 Euro. Die haben wir auch auf der Messe in Frankfurt bekommen. Also schon mal der erste Eindruck von Nameless. Wir hatten noch keinen Tabak von denen. Haben da die Pfeife probiert und oh. Muss halt sagen, das war der einzige Stand auf der ganzen Messe, wo ich an der Shisha gezogen habe und dachte, boah, geiler Tabak. Schauen wir uns doch mal an. Nochmal schwarze Dose. Viele Bilder sind nicht drauf, halt die typischen abschreckenden Bilder. Hm. Was hierbei halt wirklich ganz cool ist, ihr seht es vielleicht schon, man hat hier noch einen extra Verschluss. Einen Deckel wie bei so einer Erdnussdose. Genau, einfach super gut. Dadurch habt ihr wirklich gar keine Probleme mehr, den zu transportieren. Der schließt auch dicht ab. Also ja. Ich hab dich voll reingedrückt und dann, wenn du den richtig so von oben reinrollst, bildet sich hier auch so ein Überdruck. Also da läuft nichts aus. Ja, den kann man bequem in den Rucksack schmeißen und braucht keine Angst haben, den danach waschen zu müssen. Genau. War echt schon mal. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Ja. Und zweitens finde ich extrem gut, warum immer diese Riesendosen? Ihr habt euch ja bestimmt auch schon gefragt, ihr kauft so eine Riesendose, macht die auf und die Hälfte davon ist mit Tabak voll. Aber die Dinger sind einfach schön bündig gefüllt. Ja, bündig jetzt nicht, aber schön gefüllt. Und es wird einfach nicht übermäßig Platz verschwendet. Genau. Das hilft auch im Regal nachher. Schön kompakt auf jeden Fall. Schnitttechnisch würde ich sagen, ist wieder ein mittelgrober Schnitt. Man hat jetzt nicht mega Äste drin, aber es könnte auch noch ein klein bisschen feiner sein. Aber alles in allem ist es in Ordnung. Tendenz eher grob, würde ich sagen. Also man hat schon relativ große Tabakblätter vereinzelt dabei. Ist okay, alles im Rahmen. Kommen wir zum Geruch. Ah, wenn ihr so das erste Mal dran riecht, riecht er erstmal wie so ein typischer Traubentabak. Ja, es ist Traubentabak. Boah, haben wir noch gar nicht erwähnt, aber steht bestimmt oben im Videotitel. Da habt ihr es schon schlau ausgelesen. Das ist halt, ja, dieser typische Traubengeruch. Also wer Traubentabak mag, wird hier dran riechen und sich denken, boah, Traube eben. Aber es schwingt halt noch so eine relativ saure Note mit, finde ich. Und ist da Minze drin? Nee, es ist reiner Traubentabak. Der riecht trotzdem sehr frisch. Also so ein Muff vom typischen Minztabak, vom typischen Traubentabak meine ich, hat man hier nicht. Also geruchlich überzeugt er mich voll. Die Frage ist, ob das wieder im Geschmack zu merken ist. Ja, also geschmacklich, Freunde, muss ich sagen, ist ja auf jeden Fall wirklich lecker. Es ist eine super leckere Traubennote. Gar nicht so säuerlich, wie er riecht. Also ich finde, es ist eine relativ süße Traube insgesamt. Es könnte geschmacklich tatsächlich ein Tick intensiver sein. Das ist so ein kleiner, ja, ein kleines Manko, genau. Also wenn ihr den Rauch ausgepustet habt, habt ihr eigentlich keinen Nachgeschmack mehr. Aber an sich, die Note gefällt mir super gut. Also als reiner Traubentabak, wie Ali auch schon sagte, es ist kein Muff im Geruch, es ist auch kein Muff im Geschmack. Also wirklich so eine süße Traube. Gefällt mir, wenn er noch ein Tick stärker wäre, wäre noch besser, aber so finde ich den echt lecker. Kann man auf jeden Fall sehr angenehm rauchen, auch immer wieder. Das ist jetzt nicht so ein Tabak, wo ich sage, boah, einmal die Woche, nee, den kann man sich schon öfter mal gönnen. Ja, auch technisch. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Ihr seht's, der raucht, der qualmt.
aber bombastisch finde. Ja. Dachte ich gerade schon so beim Ziehen. Ich habe überlegt, ob ich es schon zwischenschiebe, weil es mir gerade so positiv aufgefallen ist. Geht ab wie Schmitzkatze. Er ist auch gut feucht, aber auf keinen Fall überfeucht. Ist gut eingezogen. Und wie gesagt, eine Stunde ist da locker drin. Wobei ihr natürlich seht, das ist jetzt alles von dem Kopf, der seit, weiß ich nicht, einer Viertelstunde vielleicht jetzt drauf ist, schon der Limonade länger getroffen. Ja, aber in der Dose sieht man es nicht. Also in der Dose schwimmt nichts. Was halt wirklich gut ist, der ist halt auch super hitzebeständig und der lässt sich halt super schnell anziehen. Also Kohle raufgepackt und dann qualmt er halt eigentlich schon mega doll. So, kommen wir zum Fazit. Also der Tabak kriegt, glaube ich, von uns definitiv mal eine Probierempfehlung. Wer auf Traube steht, wird den auf jeden Fall lieben, weil der ist echt lecker. Wer den jetzt nicht so unbedingt haben möchte, so einen Traubentabak, da würde ich eher sagen, weiß ich nicht, da sollte man vielleicht Traube Minze oder sowas eher nehmen, weil der so ein bisschen noch ein bisschen mehr Pep hat. Aber wer so wirklich so einen reinen Traubentabak sucht, super lecker. Also da würde ich auf jeden Fall den kaufen und allen anderen vorziehen, weil es halt wirklich eine ultra leckere Traubennote ist, die ich so auch noch nicht kenne, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Und halt preislich. Die ist halt überhaupt nicht aufdringlich. Ich finde, Traube an sich ist immer irgendwie so aufdringlich im Geschmack. Und der muffig. Oft und muffig. Wobei wir da ja auch schon welchen hatten, der halt nicht muffig war. Aber ich weiß nicht, der drängt sich so richtig immer normalerweise auf die Zunge, auf die Geschmacksnerven. Und der ist halt so ein bisschen leichter. Also schön süß. Lecker. Also probiert den mal aus, wenn ihr möchtet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Vielleicht habt ihr den auch schon probiert. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen oben und abonniert uns kostenlos. Ihr helft uns damit super doll weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Besucht unsere Facebook-Seite. Schaut mal nach, falls ihr Fragen habt oder Kommentare, was auch immer. Lasst einfach alles da. Und damit wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir beenden das Video hiermit und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das war's von uns, euer Shisha-Team. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Intensität, aber weniger. Weniger. Dann kann man gute Ergänzung. Kann man das noch ein bisschen genauer.